Lügen im Internet und euer Recht auf Gegendarstellung. Wenn euer guter Ruf, euer Name in einem Bericht im Internet oder in einem Pressebericht, der im Internet veröffentlicht worden ist, da in Mitleidenschaft gezogen wird, dann ist es ganz wertvoll, wenn man weiß, okay, ich habe neben dem Unterlassungsanspruch noch weitere Ansprüche. Und ein ganz wichtiger Anspruch, den wollen wir uns heute einmal angucken, das ist der Anspruch auf Gegendarstellung. Dieser Anspruch hat den großen Vorteil, ihr könnt damit euren guten Namen wieder reinwaschen. Ganz wichtig dabei ist jedoch, es muss sich um journalistisch-redaktionelle Inhalte handeln, gegen die ihr da vorgehen wollt. Journalistisch-redaktionelle Inhalte müssen das also sein. Die dürft ihr angreifen mit der Gegendarstellung und man kann sich das ganz gut so vorstellen, wenn man Parallelen zieht zu den klassischen Medien, also zu einer Zeitung. Wenn also eine Internetseite, ganz gleich, ob das vielleicht ein privat geführter Blog ist oder ähnliches, viele Übereinstimmungen hat mit so einer Zeitung, dann kann man da durchaus auch Ansprüche auf eine Gegendarstellung durchboxen. Und was sind so Übereinstimmungen? Ja, also einmal muss die Seite immer aktuellen Content bieten. Ne? Die muss immer regulär aktuellen Content hinterher schießen. Das ist ein Indiz. Das zweite Wichtige ist, dass in regelmäßigen Abständen etwas passiert auf der Seite. Das muss nicht unbedingt heißen, dass diese Abstände immer gleich sind. Und auch manche Gerichte sagen, ja, so der große Fokus muss auf diese Regelmäßigkeit auch letztlich nicht gelegt werden, aber es sollten schon wiederkehrend Inhalte auftauchen. Und last but not least, so die gesamte äußere Aufmachung spielt auch noch eine Rolle. Die sollte auch angenähert sein an eine Zeitung. Dann habt ihr gute Chancen, da mit dem Gegendarstellungsanspruch Gehör zu finden. Wenn ein solcher Beitrag vorliegt, müsst ihr als nächstes gucken, okay, gegen wen muss ich vorgehen? Schaut einmal ins Impressum, in die Anbieterkennzeichnung. Dort ist einmal der Verantwortliche für die Seite genannt. Dazu ist der Verantwortliche für die redaktionellen Inhalte genannt. Die könnt ihr entweder einzeln oder gemeinsam in Anspruch nehmen, also als Gesamtschuldner. Dann müsst ihr euch fragen, wie müsst ihr die in Anspruch nehmen? Schriftlich. Das muss von euch unterschrieben sein. Und ganz wichtig, das muss dem Gegner mit eurer Originalunterschrift zugehen. Das heißt, ein Fax genügt nicht. Es gelten noch ganz enge Fristen, die ihr beachten solltet, wenn ihr da einen Anspruch auf Gegendarstellung durchboxen wollt. Und die knappste Frist, das ist auf jeden Fall die Reaktionsfrist. Ihr müsst ab Kenntnis von diesem falschen Inhalt da im Internet, müsst ihr ganz schnell vorgehen, denn das Gesetz sagt, unverzüglich müsst ihr reagieren. Und unverzüglich, da sagen die Gerichte, naja, da darf man nicht zu lange zuwarten. Also über 2 Wochen ist man eigentlich raus aus der Frist. Wenn ihr dann diese Frist beachtet habt, dann gibt es noch gesetzlich streng normierte weitere Fristen. Also einmal dadurch, dass es einen Aktualitätsbezug geben muss. Denn über kalten Kaffee, da streitet sich bekanntlich schlecht. Und im Übrigen ist noch ganz, ganz wichtig, es gelten auch starre Höchstfristen, die das Gesetz vorgibt. Also ab dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel der Internetbeitrag gelöscht wird, da muss man binnen 6 Wochen agieren und da seinen Gegendarstellungsanspruch durchboxen. Und auch ein wichtiger Zeitpunkt ist, ab dem Zeitpunkt, wo das erste Mal dieser Beitrag veröffentlicht ist, habt ihr genau 3 Monate Zeit, dagegen vorzugehen. Ansonsten seid ihr raus aus der Nummer. Neben diesen formellen Voraussetzungen gibt es noch 2 inhaltliche Voraussetzungen, die ihr unbedingt beachten müsst. Einmal muss die Ausgangsmitteilung wiedergegeben werden. Das muss wortwörtlich geschehen. Also nichts dazudenken oder irgendwas weglassen. Nein, zitiert da am besten wortgetreu. Des Weiteren müsst ihr dann schreiben, so verhält sich das nicht, sondern es verhält sich so. Und dann müsst ihr die Wahrheit wiedergeben. Und das muss auch wirklich die Wahrheit sein. Da darf nichts hinzugedichtet werden. Denn wenn man dort einen Fehler macht, dann verliert man seinen gesamten Anspruch auf die Gegendarstellung. Ganz wichtig, wenn es um eine dauerhafte oder eine längerfristige Beeinträchtigung geht, das ist insbesondere der Fall, wenn es um Ehrverletzung geht, dann macht neben dem Gegendarstellungsanspruch einen Anspruch auf Berichtigung geltend. Der Anspruch auf Berichtigung hat einen Riesenvorteil. Also es hat ein ganz anderes Gewicht, wenn der Seitenbetreiber dazu Kreuze kriegt, als wenn ihr mit euren eigenen Worten versucht, da eure Ehre wiederherzustellen. Das wird in den seltensten Fällen funktionieren. Auch noch ganz wichtig, weil alles schnell gehen muss in diesem Verfahren, wenn ihr die Gegenseite auffordert,
zur Gegendarstellung, dann nutzt am besten einmal unser Muster. Wir haben uns das in der Videobeschreibung verlinkt, dass ihr da bloß keine Fehler macht. Und jetzt nehmen wir an, der Seitenbetreiber reagiert nicht. Der stellt sich auf stur und will einfach nicht die Gegendarstellung da veröffentlichen. Dann solltet ihr wirklich schnell den Weg nehmen zum Anwalt. Der müsste dann einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stellen. Und schon aufgrund dieser Formalitäten in diesem Verfahren ist es sehr wertvoll, da einen Anwalt einzuschalten. Aber das hat noch eine andere Bewandtnis. Denn wenn es jetzt um mehrere Äußerungen oder sensible Äußerungen geht, die ihr da angreifen wollt, dann ist man relativ schnell bei hohen Streitwerten. Und bei hohen Streitwerten, also Streitwerten, die über 5.000 Euro liegen, da gibt es sowieso die Zuständigkeit der Landgerichte. Und vor den Landgerichten gilt Anwaltszwang. Das heißt, ihr braucht da sowieso einen Anwalt. Wenn ihr euch da noch weiter einlesen wollt, wir haben einmal in der Videobeschreibung unseren Artikel zu dem Thema verlinkt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch allzeit eine weiße Weste. Und einen guten Ruf. Auf Wiedersehen.